Hallo, hier ist Phil von Level Up German und in diesem Video heute möchte ich dir die ersten Personalpronomen zeigen und ich möchte mit dir darüber reden, wie die Personalpronomen das Verb beeinflussen. Wir haben drei Personalpronomen kennengelernt. Ich, du und sie. Nochmal zu unserer Situation. Hallo, ich heiße Alex und wie heißt du? Lass mich kurz aufstehen. Wir haben ich. Wir haben du. Hallo, ich heiße Alex. Ich. Und wie heißt du? Ich heiße. Du heißt. Unser Subjekt, ich, konjugiert unser Verb. Ich heiße mit einem E. Du heißt mit einem T. In dieser Situation, ich heiße Lisa und wie heißen Sie, haben wir Sie heißen. Mit EN. Unsere Verben werden konjugiert. Konjugieren lautet das. Konjugieren. In dem Fall haben wir das Verb heißen. Heißen. Und wir konjugieren ich heiße, du heißt, sie heißen. Die Konjugation ist beinahe regelmäßig. E, S, T und E, N. Wir haben aber auch unregelmäßige Verben, wie sein. Sein konjugieren wir mit ich bin, du bist und sie sind. Lass uns das noch einmal wiederholen. Heißen. Ich. Genau. Ich heiße. Du. Ja. Du heißt. Und sie. Sie heißen. Richtig. Konjugieren wir sein. Ich, ich bin, genau. Und du? Du bist. Sie? Ja, sie sind. Spannend, oder? Wenn du dieses Thema üben möchtest, dann findest du auf Level Up German eine Übungslektion im kostenlosen ersten Kapitel vom A11-Kurs. Viel Spaß damit und wir beide sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.